Heute bringen wir die einfache Spannungsstabilisierung mit Z-Diode vom letzten Mal auf die nächste Stufe. Wir erweitern die Schaltung mit einem Regeltransistor und werden dazu ein bisschen was rechnen. Eine ähnliche Rechnung gab es schon versteckt in einem längeren Video. Ich will sie hier nochmal gesondert vorstellen. Herzlich willkommen zusammen. Zunächst die Aufgabenstellung. Berechnet werden soll eine Spannungsstabilisierung mit einer Z-Diode und Transistor-Längsregler in Darlington-Schaltung für eine Ausgangsspannung von 15 Volt bei einer Eingangsspannung von 20 Volt und einem maximalen Laststrom von 5 Ampere. Für Transistor 1 steht ein 50 Watt-Typ mit einem maximalen Kollektorstrom von 10 Ampere, einer Stromverstärkung von 30 und einem Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse von 1,5 Kelvin pro Watt zur Verfügung. Erstens, berechne die Grenzwerte für Transistor 2. Frage B. Welche Bedingungen muss die Z-Diode mindestens erfüllen, wenn die Stromverstärkung von T2 mit 100 ermittelt wurde? Frage C. Berechne den Widerstand RV, wenn eine 500 mW Z-Diode zum Einsatz kommt. Und um die Sache zu komplettieren, Frage D. Wie groß darf der Wärmewiderstand des Kühlkörpers für T1 maximal sein, wenn die Sperrschichttemperatur 120 Grad Celsius nicht überschreiten soll und eine maximale Umgebungstemperatur von 40 Grad Celsius angenommen wird? Der Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Kühlkörper soll unter Verwendung von Wärmeleitpaste mit 0,1 Kelvin pro Watt angenommen werden. Bevor wir rechnen, sehen wir uns an, wie die Schaltung funktioniert und welchen Vorteil sie gegenüber der einfachen Z-Diodenstabilisierung hat. Die Darlington-Schaltung von T1 und T2 wirkt wie ein einzelner Transistor mit einer Stromverstärkung, die etwa dem Produkt der Stromverstärkung beider Transistoren entspricht. Die Anordnung Vorwiderstand und Z-Diode kennen wir schon. Der Strom durch die Z-Diode sollte nicht zu groß und nicht zu klein sein, damit sie ordentlich stabilisiert. Gleichzeitig sorgt der Widerstand dafür, dass ein Basisstrom durch die Transistoren fließt. Mit steigendem Laststrom wird die Ausgangsspannung kleiner, weil der Spannungsabfall über dem Transistor größer wird. Da die Basisspannung aber über die Z-Diode konstant bleibt, wird jetzt die Basis-Emitter-Spannung größer. Der Basisstrom steigt, der Transistor regelt weiter auf und wird damit niederohmiger, wodurch die Spannung am Ausgang wieder steigt und so konstant gehalten wird. Bei der Aufgabe mit der einfachen Z-Diode haben wir gesehen, dass die Z-Diode mehr als den doppelten Laststrom aushalten musste, um noch richtig zu stabilisieren. Hier fließt an ihrem Ausgang nur der viel kleinere Basisstrom für die Transistoren. Deshalb reicht eine Kleinleistungsdiode. Allerdings übernimmt den größten Teil des Stroms jetzt der Transistor. Haben wir das Problem damit nicht einfach nur verlagert? Welchen Vorteil hat denn jetzt der Längsregler? Die Verlustleistung über ein Bauelement ist das Produkt aus Strom und Spannung. Bei einer einfachen Z-Diodenstabilisierung fließt über die Diode im Maximum ein wesentlich höherer Strom, als am Ausgang entnommen werden kann. Und über ihr liegt die komplette Ausgangsspannung. Durch den Längsregeltransistor fließt nur der einfache Laststrom und über ihm liegt nur die Differenz aus Ausgangs- und Eingangsspannung. Darum ist bei gleicher Belastung die Verlustleistung um einiges geringer als bei einer einfachen Z-Diode. Wer möchte, kann sich die Rechnung aus der vorletzten Aufgabe nochmal ansehen. Und jetzt wäre Zeit, das Video zu stoppen und selbst zu rechnen. Kommen wir zur Frage A. Transistor 2 muss den Basisstrom für Transistor 1 aufbringen. Der ist um den Stromverstärkungsfaktor geringer als der maximale Laststrom. Also 5 Ampere durch 30 ergibt rund 167 mA. Die Spannung über T2 ist die Differenz aus Ausgangs- und Eingangsspannung abzüglich der Basis-Emitter-Spannung von Transistor 1. Also 20 Volt minus 15 Volt minus 0,7 Volt. Wir gehen wieder von Siliziumtransistoren aus. Das macht 4,3 Volt. Die Verlustleistung liegt bei 4,3 Volt mal 167 mA
gleich 0,72 Watt. Also auch Transistor 2 muss einiges aushalten aufgrund der relativ geringen Stromverstärkung des Leistungstransistors. Nehmen wir uns die Z-Diode vor. Die Spannung an der Z-Diode ist jetzt nochmal um die Flussspannung der Eingangsdiode von Transistor 2 größer als die Ausgangsspannung. Damit wir am Ausgang 15 Volt bekommen, muss die Diode eine stabile Spannung von 16,4 Volt liefern. Damit die Spannung mit der Last nicht zu stark schwankt, sollte der minimale Strom durch die Diode bei voller Last mindestens 5-mal so hoch sein wie der Basisstrom der Transistoren. Um den zu bekommen, teilen wir wieder den Kollektorstrom von T2 durch die Stromverstärkung. Wir können aber auch den maximalen Laststrom von 5 Ampere durch das Produkt der Stromverstärkung der beiden Transistoren, also 30 mal 100, teilen. Der Strom durch die Z-Diode sollte 8,3 mA nicht unterschreiten. Wenn der minimale Strom im Datenblatt der gewählten Diode höher ist, muss man sich natürlich daran orientieren. Jetzt kommt das, was wir schon im vorigen Video gemacht haben, die Berechnung des Vorwiderstandes. Wir müssen die Formel nur etwas anpassen. Der maximale Widerstandswert ergibt sich aus dem minimal erforderlichen Z-Strom und den bekommen wir bei Volllast. Unsere Randbedingung ist, dass wir eine 500 mW-Diode verwenden wollen. Aus der Spannung von 16,4 Volt ergibt sich daraus ein maximaler Strom von 0,5 Watt durch 16,4 Volt gleich 30 mA. Der Minimalstrom liegt damit bei 3 mA und der liegt unter den eben berechneten 8,3 mA. Damit sind die für uns entscheidend. Über dem Vorwiderstand liegt die Differenz aus der Eingangsspannung und der Z-Spannung. Und es soll der minimale Z-Strom fließen, plus natürlich dem Basisstrom von T2. Das sind 20 Volt minus 16,4 Volt durch 8,3 mA plus 1,67 mA. Ausgerechnet sind das 361 Ohm. Unter Berücksichtigung der Toleranzen wäre 360 Ohm etwas knapp, deshalb wählen wir 330 Ohm. Kontrollieren wir noch, dass im anderen Extremfall der Strom durch die Z-Diode nicht zu groß wird. Angenommen, es fließt gar kein Basisstrom, dann ist der maximale Strom durch den Widerstand und damit auch durch die Z-Diode gleich 3,6 Volt durch 330 Ohm, 10,9 mA. Alles im grünen Bereich. Aber halt! Wir haben noch etwas vergessen. Wie hoch ist die Verlustleistung an RV? 3,6 Volt zum Quadrat durch 330 Ohm ergibt 39,3 Milliwatt, also auch kein Problem. Die größte Verlustleistung entsteht am Transistor 1 und deshalb muss die entstehende Wärme abgeführt werden. Wie groß ist die maximale Verlustleistung? Na, 5 Volt mal 5 Ampere, also 25 Watt. Damit haben wir nochmal überprüft, dass der gewählte Transistor geeignet ist. Wie groß muss jetzt aber der Kühlkörper werden? Denn dass es ohne nicht geht, dürfte einleuchten. Wer das Video zur Kühlkörperberechnung kennt, weiß, dass wir hier nur das Ohmsche Gesetz auf die Wärmeleitung anzuwenden brauchen. Im Extremfall ist die Temperaturdifferenz zwischen der Sperrschicht, wo die Wärme entsteht, und der Umgebung 80 Grad bzw. 80 Kelvin. Der gesamte Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung darf dann maximal 80 Kelvin durch den Wärmestrom von 25 Watt sein. Das sind 3,2 Kelvin pro Watt. Um den maximalen Wärmewiderstand des Kühlkörpers zu bekommen, müssen die Übergangswiderstände Sperrschicht zum Gehäuse und Gehäuse-Kühlkörper abgezogen werden. 3,2 Kelvin pro Watt, minus 1,5 Kelvin pro Watt, minus 0,1 Kelvin pro Watt ergibt 1,6 Kelvin pro Watt oder kleiner. Das ist schon recht anspruchsvoll. Damit haben wir eigentlich alles. Ein paar Bemerkungen noch dazu. Die Schaltung ist in der Form weder überlast- noch kurzschlusssicher. Die Stabilisierung mit nur einer Z-Diode und Vorwiderstand lässt sich kurzschlusssicher machen, wenn der Widerstand entsprechend hoch belastbar ausgelegt wird. Denn bei einem Kurzschluss steht über dem Vorwiderstand die komplette Eingangsspannung.
Das haben wir bei der Berechnung damals noch ausgelassen. In der Praxis würde man wohl eher integrierte Spannungsregler nehmen, die intern aber so ähnlich funktionieren, oder besser einen Schaltregler, der wesentlich weniger Verlustwärme produziert. Aber wir tasten uns Schritt für Schritt voran. Die verwendeten Formeln sind nicht kompliziert und eigentlich bekannt. Wie fast immer das Ohmsche Gesetz und die Leistungsformel und für die Kühlkörperberechnung das Ohmsche Gesetz der Wärmeleitung. Das war's für heute. Wenn ihr wollt, könnt ihr beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin.